Grüß Gott. Zu dem, was ich gestern gesagt habe, muss ich noch einen kleinen Nachtrag bzw. Ergänzung dazu sagen. Gestern hören wir in der Liturgie oder haben wir gehört die Worte, welche Petrus uns sagt: Wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes, dazu seid ihr berufen worden. Es gibt nämlich zwei Arten vom Leiden. Eine Art, das ist eben unsere Krankheiten, unser physisches Leid. Und mit solchem Leid dürfen und sollen wir natürlich zu Jesus kommen und ihn bitten, er möge uns heilen, weil Jesus ist gekommen, um zu heilen, um zu retten. Und ich denke, da brauchen wir keine Hemmungen. Einfach zu Jesus kommen und sagen: Lieber Gott, ich habe Kreuzschmerzen oder das oder Krankheiten. Bitte heile mich. Deswegen finden immer wieder die Heilungsmessen statt oder Gebet um die Heilung. Das ist die eine Art des Leidens. Die zweite Art ist wegen des Evangeliums. Das heißt, wenn wir glauben, wenn wir unser Glauben zeigen in der Welt und dafür Leiden erdulden, so sagt Petrus, in Gottes Augen ist das eine Gnade und das ist unsere Berufung. Das heißt, wenn wir uns den Glauben nicht schämen und unser Glauben in der Öffentlichkeit bekennen und dazu leiden, eben Verspottung, Ausgrenzung. Es gibt in der ganzen Welt wirklich heutzutage große Verfolgungen, vor allem den Christen gegenüber. Das ist das Leiden. Gott sieht stolz auf uns. Und auch in der Apostelgeschichte lesen wir, wie die ersten Christen eben in Jerusalem gut gelebt haben, in Einklang, geliebt von allen. Und da kommen Verfolgungen. Und die zerstreuen sich dann in die ganze Welt. Ich denke, ohne diese Verfolgung würden sie nicht hinausbrechen. Papst Franziskus hat in den letzten Jugendtreffen in Krakau gesagt: Wir Christen müssen unsere Komfortzonen verlassen. Und das ist schon mit dem Leid verbunden. Und dazu sind wir berufen. Einfach hinausgehen, Christus verkünden. Einfach, wenn du im Gasthaus bist oder bei McDonald's, mach es Kreuzzeichen. Zeige, dass du ein Christ bist. Auch wenn du darunter leiden musst, Verspottung kriegst und so weiter. In Gottes Augen ist das eine Gnade und das ist unsere Berufung, schreibt der heilige Petrus. Soweit noch zu diesem gestrigen Gedanken, zu dem gestrigen Auslegung. Ich wünsche dir Kraft, hinauszubrechen und durch dein Leben Christus verkündigen. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott. Ну, 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 ну